Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ja, wir legen gleich wieder los, dürfen keine Zeit verlieren. Oh! Oh. Hab ich den nicht hier? Hab ich den vergessen zu gießen? Oder ist er einfach nicht gewachsen? Ja, keine Ahnung. Wir machen erstmal Post hier. So, missing the lost favorite. I lost my favorite ex. Da hat jemand seine Lieblingsaxt verloren, also Robin hat die verloren. Wenn du es verlierst, bitte zurück zu ASAP. Keine Ahnung, was das heißen soll. I'm having a thought time without it. Genau. Wir haben, es gibt ein kleines bisschen Belohnung, 250 G. Ich weiß zufällig, wo die liegt. Was ziemlich cool ist. Genau, aber erstmal Kartoffelernte. So, und davon werde ich auch gleich wieder ein paar aufheben. Hier oben in unsere Kartoffelkiste. So, wir gucken mal. So. Dann machen wir nämlich einmal den hier. Nee. So. Genau, hier kommen wieder zwei rein. Da können wir den wieder hinlegen. Ach genau, die Samen. Genau, die Spring Seeds. Nee, genau, Cauliflower wollte man anpflanzen. Den Ancient Seed würde ich gerne, aber den würde ich gerne extra anpflanzen. Und noch ein paar davon. Genau, das Bugmeat nehmen wir auch gleich noch mit. Und die Hacke brauchen wir dann noch kurz. Genau, ich glaube, so sollte das hinhauen. Dann haben wir alles. So. Einmal Cauliflowers, dann hier machen wir die. Und dann würde ich gerne hier dazwischen den Ancient Seed einpflanzen, weil ich keine Ahnung habe, wie lange der braucht, bis er fertig ist. Genau, jetzt natürlich noch bewässern das Ganze. So, dann hier oben noch. Ich weiß gar nicht, warum der eine jetzt da nicht gewachsen ist. Das ist echt ein bisschen mysteriös. Mit dem Hund hätten wir auch gleich noch kuscheln können, ein bisschen. Na egal. So, dann hier. Hat es gestern nicht geregnet? Warum ist der nicht gewachsen? Ist echt seltsam. So, wunderbar. Robin's Lost Eggs. Gut, dann können wir den Rest gleich mal wieder einlagern hier. Und ja. Komm. Machen wir nochmal ein Kupfer. So. Das hier. Nee. So. Und genau. Das haben wir. Hier würde ich gerne die Hacke wieder einlagern. Die Spitzhacke und die Gießkanne auch. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das hier und das Bugmeat tun wir noch schnell ein bisschen. Da machen wir uns ein paar Köder draus. Genau. Und wir sind soweit, dass wir. Genau. Wir sind soweit, dass wir. Dass wir ich habe keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Wir sind soweit, dass wir. Achso, genau, wir können die nächste Angelroute kaufen und damit können wir die Baits dann auch ausrüsten. Was aber noch viel wichtiger ist, wir können uns den Rucksack leisten. Und das ist echt eine coole Sache. Oh, guckt mal. Das stinkt. Warum ist es abgeschlossen? Ich will da in die Kanäle. Ich denke, Günther hat den Schlüssel. Professor Günther? Der Mann, der das Museum leitet? Warum denkst du, er hat ihn?
Ich habe mal einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seiner Tasche fallen sehen. eine rostige Abwasserkanaltür. Passt genau zu dem rostigen alten Schlüssel. Nanu? Oh. Irgendwas scheint da drin zu sein. Da bewegt sich irgendwas drin. Ja, gucken wir uns mal an. Ja. Jo. Da scheint sich tatsächlich was drin zu bewegen. Was es damit letztlich auf sich hat, wir werden sehen. Genau, jetzt holen wir erstmal die Axt. Und dann gehen wir in die Stadt, holen uns den Rucksack. Und dann könnten wir eigentlich... Ja, genau, dann bringen wir Robin die Axt. Und... Genau, da liegt sie. Hey. So. Better return it to Robin. Ja, das ist der Plan. Vorher, wenn wir gerade hier sind, können wir auch noch ein bisschen Holz mitnehmen. So ungefähr, bis die Energie weg ist. Dann haben wir unseren heutigen Saal auch schon erledigt, sag ich mal. Dann können wir noch ein bisschen foragen gehen. Eigentlich. Bin mal gespannt, wie viel uns die Kartoffeln bringen. Ich ob wir die Axt auch benutzen können. Na, sieht nicht so aus. Nee. Nee, da müssen wir schon unsere eigene Axt hernehmen. Schade eigentlich. Aber naja. So. Dann nehmen wir den Baum hier noch mit. Frühlingszwiebeln gibt es leider auch gerade keine mehr. Schade eigentlich. Aber naja. Komm, den Baum kriegen wir noch klein, oder? Wird auf jeden Fall eng. Ach, so. Das war's dann aber mit der Energie. Genau, was wir eigentlich machen könnten aus den Saps. Oh, Frühlingszwiebeln, jede Menge. Ja, was wir eigentlich machen könnten aus den Saps. Denke ich mir gerade, wäre mal ein bisschen Dünger. Das kann man nämlich aus den Saps machen. Ja, muss man mal gucken, ne? Blöd wär's eigentlich echt nicht. Hey, Lea, ne? Ja, Lea, genau. Ja, hier gibt's eine Menge wildes Essen. Wenn du weißt, wo du hingucken musst. Ich habe fast jeden Tag frischen Salat. Das freut mich für dich. Das ist schön. Warte mal, du stehst doch so auf sowas. Das ist ein sehr schönes Geschenk. Danke dir. Bitteschön. Frühlingszwiebeln. Viel Geld geben die eh nicht. Die können wir so auch verschenken. Ja, klar. Könnten wir so halten, aber... Ja, wie das nochmal so ist, da ist noch Horseradish. Aber da kommen wir nicht ran. Schade. Okay, erstmal würde ich sagen... Gehen wir zum Markt, also zum Laden, ne? Hey! Maybe I just get take out from the saloon. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, tut mir leid. So, die lässt uns jetzt natürlich nicht mehr hier raus. So, jetzt aber. Gut! Hallo, mein Freund! Ich hätte gerne den Rucksack. Ding, ding, wunderbar. Ja, mein Inventarplatz hat sich vergrößert um noch mehr. Und wir können noch einen kaufen. Dann dann vergrößert er sich nochmal um 12 Slots. Kostet aber dann 10.000. Also ist nicht billig.
Aber soll uns nicht weiter stören. Kommt auch noch irgendwann. Oh, entschuldige. Jetzt habe ich den weggeklickt. Geht's dir gut? Ja, mir geht's super. Danke, der Nachfrage. So, gut, dann gehen wir mal hoch zu Robin. Und, warte mal, vorher. Hier, Herr Bürgermeister. Okay, mag er wohl nicht so, aber er sieht es als Versuch. Okay. Oh, wird keine Hilfe benötigt heute. Schade eigentlich. So, dann gehen wir mal zu Robin. So, könnte ich eigentlich... Bin gerade nicht sicher. Genau, Frühlingszwiebeln würde ich gerne noch, ein bisschen, die könnten wir auch essen. Eigentlich wäre wahrscheinlich gar nicht so dumm. Hallo, Robin. Oh, oh, warte, warte. Oh, verdammt, jetzt ist er schon weg. Hallo, Robin. Du hast meine Axt gefunden. Wie schön. Ich habe mir fast ein Ziel mit der anderen Axt, die ich jetzt benutzt habe, abgehackt. Danke dir. Bitteschön. Gerne. Gerne geschehen. So, dann könnten wir eigentlich glatt mal gucken, was uns so ein Silo kosten würde. 100 G, das ist fast gar nichts. 100 Steine, 10 Clay, 5 Copper Bars. Könnten wir uns eigentlich leisten. Den Clay bräuchten wir halt noch. Hey. Das Parsnip Season, isn't it? Ja, es ist Rübensaison. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich friedvoll ist, den ganzen Tag draußen mit den Pflanzen zu arbeiten. Ja, doch, würde ich, glaube ich, auch sagen. Ist bestimmt auch ziemlich harte Arbeit, aber auch sehr friedvoll, würde ich annehmen. So, ich schüttel mal in den Bäumen ein bisschen, in der Hoffnung, dass da mal so ein Tannenzapfen rausfällt. Und mit den Tannenzapfen könnten wir was machen. Gut, hier war, glaube ich, sowieso nie was. Ansonsten könnten wir noch das Holz nehmen, noch 200 Stück von unserem Holz draufpacken und mal die Brücke am Strand reparieren. Hm? Willst du was von mir? Ich hab was für dich, guck mal. Oh, das gefällt ihm. Bitteschön. Gern geschehen. So. Ja, genau, das machen wir mal. Holen wir nochmal Holz. Und klatschen das mal, machen dann unten die Brücke wieder ganz. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, es wäre dann... Ja, ich bin da. Ganz ruhig. Ich freue mich ja auch, dass du da bist. So, machen wir hier nochmal eine Ladung. So, den Copperbug können wir hier wieder ablegen. Und dann... Ja, dann war es das auch schon wieder mit Holz. Steine bräuchte man auch noch, Clay bräuchte man noch. Und dann können wir uns fast mal ein Silo bauen. So, das bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier. Die Joja-Cola könnten wir eigentlich mal trinken. Ich nehme sie mal mit. Vielleicht laufen wir ja noch irgendwem über den Weg. Ich glaube, ich weiß sogar, wer die haben wollen, würden, könnten, könnte, würden, wollen. Oder so. So, das nehmen wir mit. Und ja, das war's auch erstmal. Genau, da unten hinter der Brücke gibt's nämlich jede Menge gutes Foraging-Gut. So, du, hey, Hayley, bleib mal stehen. Sie hat sich entschieden, sie ordnet ihre Klamotten heute mal. Ah ja, sie muss das Ganze, was sie zu seit vom letzten Jahr hat, rauswerfen, um Platz für Neues zu machen. Das klingt sehr klischeehaft. Und ja, dummerweise ist Klischee tatsächlich nicht immer... Wie drücke ich das jetzt am respektvollsten aus? Nicht immer unbegründet. Ja, sie ist sehr glücklich, dass sie eine kleine Bibliothek in dieser kleinen Stadt hat.
Wenn du dich in einem Buch verloren hast, ist es leicht, die Realitäten des Lebens zu vergessen. Vielleicht magst du deswegen das Lesen so sehr. Ach, sie tut mir echt leid irgendwie, keine Ahnung. Entschuldigung, sie entschuldigt sich, sie ist abgeschweift, genau. Das wollte ich sagen. So, ach ja, Muscheln haben wir ja auch noch. Klar, stecken wir ein. Ich muss mir echt angewöhnen. Ach genau, jetzt haben wir mehr Inventarplatz, jetzt können wir ja eigentlich das ganze Werkzeug immer wieder mitnehmen. Das ist nämlich ganz praktisch, wenn man die Hacke zum Beispiel immer dabei hat, weil manchmal findet man so ein paar Sachen. Ja, bitte fixen. Dum-dum. So, wunderbar. Hier haben wir zum Beispiel ein Sea Urchin. Ich glaube, das ist sowas wie ein Seeigel oder sowas. Und Coral, wie heißen die Dinger auf Deutsch? Das sind Korallen, genau. Und noch Sea Urchin. Ich glaube, die Sea Urchin geben gar nicht so schlecht Kohle. Was Fakt ist, was wir demnächst irgendwann mal, oder was heißt demnächst, könnte noch ein bisschen dauern, bis wir das brauchen, aber wir werden das brauchen, ist ein Dings. Hey, du, genau, dich wollte ich. Nein, nicht die Blume. Genau, die Joja-Cola. Thanks, I really like this. Ja, das dachte ich mir noch fast. Die Wolken sehen toll in dieser Jahreszeit aus, nicht wahr? Ja, ich habe bloß einen Blick nach unten, tut mir leid. Okay, wie Scoops, Fetzen von Vanille-Eiscreme, die in blauer Raspberry, Brombeeren, glaube ich, in blauer Brombeersoße schwimmen. Oder vielleicht ist er auch noch hungrig. Das kann natürlich, ich glaube, das ist eher wahrscheinlich. Ja, so ist das halt manchmal. So, jetzt könnten wir eigentlich nochmal ins Community Center gehen und gleich mal die Dinger hier ein bisschen da ablegen. Gucken, was wir da so reinbringen können. Und genau, den Rest schmeißen wir bei uns in die Kiste. Können wir nämlich gut gebrauchen. Was heißt gut gebrauchen? Die passen da gut rein. Also nicht in die Kiste, sondern in die Verkaufskiste. Ihr wisst schon, was ich meine. Lasst mich doch nicht so einen Unsinn plappern, Leute. So, genau, hier wollte ich einmal das hier. Ach, da können wir reinlegen, was wir wollen. Da sind bloß 5 Plätze. Nee, das ja. Okay, warte mal, ich bin ein wenig. Schnellfisch. Lakefish, genau, die haben wir auch voll. Nightfish. Crabpot. Okay, brauchen wir den Rest gar nicht. Hier noch? Nee. Okay. Na gut, das macht's einfacher und bringt uns mehr Geld. Gut, dann hauen wir den Rest halt bei uns zu Hause in die Kiste, in die Verkaufskiste. Gerade die Sea Urchin und die Corals geben nämlich gar nicht so schlecht Kohle. Also ihr seht, die 300 Holz, die wir da jetzt ausgegeben haben, die sind zum einen schnell wieder gesammelt und zum anderen hat sich das echt gelohnt. Genau. Würde ich mal so sagen. Genau, und dann hole ich gleich mal mein ganzes Werkzeug wieder aus der Kiste, weil jetzt haben wir mehr Inventarplatz, das können wir das ganze Werkzeug auch wieder mitnehmen. So, einmal ding, 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 ding. So, das gibt Kohle. So, genau, und dann machen wir den letzten Kupferdings hier auch gleich noch, würde ich sagen. So, das kommt da rein. Und dann hier das. So, das ordne ich dann auch gleich nochmal. So, nein, doch. So. Wunderbar. Ich glaube, so ist das okay. Okay, wie spät haben wir es? 8.30 Uhr. Und ja, doch. Könnten eigentlich, gucken wir mal, was der Fortune Teller so sagt. Oh, Living of the Land. Gucken wir mal, was diese sagen. Genau, sie haben einen Tipp für uns. Wellen von Krähen. Hört sich an, als bräuchten sie eine Scarecrow, also eine Vogelscheuche. Eine Vogelscheuche auf der Farm zu platzieren. Schützt dich vor Krähen auf einer ziemlich schönen Distanz.
Ja, vergewissere dich, dass du deine teuren Crops, Setzlinge, sag ich mal Crops, ja, ist so ungefähr so, deine teuren Jungpflanzen beschützt. Und eine Sache noch. brauchst du einen größeren Rucksack? Guck mal in den Local General Store, Store, ja, genau, in den Store, musst du gucken. Scheiße, okay, wie viel kriegen wir denn durch die Kartoffeln? 1440, das ist ordentlich. Das kann sich sehen lassen. Und durch das ganze Foraging-Zeug, ja, Sea Urchin, schon mal 480, also da kommt heute schon tatsächlich was zusammen. Das ist gut. 2315, dann können wir uns glatt die neue Angel kaufen, würde ich sagen.